You are not prepared. Ja, hallo Leute, Schiammi hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Demon Hunter Let's Play. Sind ja noch letztes Mal stehen geblieben und wollten hier eigentlich noch zur nächsten Quest von Harvey, denn Harvey hat uns ja los, oder beziehungsweise nach der Bombing-Quest mit dem Drachen wurden wir ja losgeschickt, dass wir hier weitergehen. Die Prüfungen gehen weiter. Trefft euch mit Harvey in Vladishall, glaube ich heißt das, oder Waldishall, so nicht Vla. Ist ja kein Russe, der Vladi. Ah, der Vladi, sage ich schon, der Harvey. Vladi ist Russe. Egal, gehen wir das mal hier ab. Und helft Harvey, den Elch zu schlachten und erfahrt mehr über eure nächste Prüfung. Okay, wir kochen also wieder mal mit dem Guten. Das heißt, wir schlachten den jetzt einfach mal. Er erklärt uns was. Ich habe den Kleinen jetzt auch auf Deutsch gestellt, endlich mal. Sie sind verkommen, haben ihren alten Schwur vergessen. Doch einer erinnert sich noch. Einer, der noch auf Traditionen vertraut. Okay, Harvey erzählt uns hier eine kleine Story. Verdient euren Segen und besteht die Prüfung des Mutes. Alles klar, das können wir machen. Wir sind ja schon kurz vor Level 104, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Können wir das schon abgeben? Endlich ja, wunderbar. Seid ihr hier. Trefft euch mit Vita im Runenwald. Euer Schicksal. Vita, glaube ich, war dieser sprechende Baum, wenn ich mich nicht irre. Und da sollten wir jetzt eigentlich wieder mehrere Quests bekommen. Glaube ich zumindest. Bin mir jetzt nicht ganz sicher irgendwie. Mir kam vor, das war dieser Baum. Was läuft hier unten? Drutan wieder mal. Hochland-Drutan. Oh. Die haben auch hier einen Weg ins Spiel gefunden. Hier ist irgendwo ein Ramob, aber kämpft er gerade dagegen? Nee, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch hin. Das heißt, den können wir gerade stehen lassen. Ansonsten auch nicht weiter tragisch in der Beta, muss ich sagen. So, warum? Genau, das ist dieser sprechende Baum. Erinnert mega irgendwie an Game of Thrones, kommt mir vor. Gut, da sprechen die Bäume nicht, aber es sieht irgendwie mega gleich aus. Aktiviert die Runensteine im Runenwald. Der redet sogar mit uns, das finde ich cool. Wir sollen jetzt also hier jeweils die Angehörigen töten, die hier dabei stehen. Jetzt war ich gerade voll auf meinen Paladin fokussiert und wollte hier schon was anderes drücken. In letzter Zeit meinen Paladin viel zu oft in der Beta, muss ich sagen. Warte, sieht irgendwie cool aus. Was bringt ihm das? Für uns auch der Schaden erhöht und der Gegner Schaden verringert, okay. Sollten wir vielleicht das nächste Mal kicken, glaube ich mal. Hier müssen wir, glaube ich, nur den Stein drehen einmal, damit das Muster wieder passt. Ist halt Perfektionist. Ich höre den Wald nach. Genau, jetzt können wir gleich alles pullen. Hier haben wir schon eine Kiste, das heißt, jetzt killen wir die hier kurz. Was rastet der gleich aus, Mann? Why so mean, bro? Ja, gleich wieder mega reinbomben. Der Respawn ist ja ein bisschen übertrieben. Schnell, wollte ich nur gerade sagen. Ja, gehen wir mal hier in das... Jetzt stun ich die und blut das hier einfach. Nein, 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 nein. Yes. So muss das. Gut, schauen wir, ob wir die down kriegen oder ob wir hier immer wieder unendlich spawnen. Einfacher, wir brauchen ja sowieso 8 Stück von dem her passt das eigentlich gerade halbwegs. Ja? Okay, das wollte ich eigentlich kicken, das ging mir gerade nicht so auf. Wo sind meine Seelenfragmente? Die sollen hier irgendwo rumliegen immer. Dass die nicht von alleine zu einem kommen, die fliegen immer nach Asien, kommt mir vor. Ein glorreiches Ende, ja? So glorreich war es nicht. 20 Artefakt Power, das heißt, wir unlocken unseren nächsten Trade hier. Jetzt haben wir das schon wieder nicht gekickt, egal. Aber das wollte ich auch nicht anziehen. So, jetzt. Neuer Artefakt Bonus verfügbar. Das heißt, wir dürfen nachher, wenn wir wieder mal zur Base kommen, ein zweites specken. Da müssen wir uns dann nur entscheiden, wohin denn als nächstes. Aber ich glaube, wir gehen einfach da nach oben, wenn wir das schon gespeckt haben. Ja. Ja, das können wir machen. Gut, wir brauchen hier noch was. Hier taggt ja gerade ein Hordler. Da helfen wir einfach mal. Jetzt war ich zu spät dran, sonst hätte ich den anderen auch noch bekommen. Dann wäre ich hier schon fertig. Warte mal, dann holen wir uns den einen hier noch. Die drehen aber richtig durch diese Brickhole die ganze Zeit, Mann. Schreien dich immer an. Finde ich nicht in Ordnung. Verletzt meine Gefühle, muss ich sagen. Wir brauchen noch 2 Runensteine. Den nächsten finden wir gleich hier gegenüber im nächsten Lager. Und das sollten dann auch... okay. Was mit ihm?
Das sollten wir dann auch eigentlich die nächsten finden, die wir vermöbeln müssen, denn die sind hier irgendwie ein bisschen aufgeteilt. Genau, und einer dieser Runensteine, oder? Dreht die Schlüssel, ist da oben. Das heißt, da oben können wir dann den Ramo vermöbeln, denn der stand ja direkt neben diesem Stein. Ich glaube, den brauchen wir nachher. Ich kann beinahe meine Blätter spüren. Okay, hauen wir mal die Klinge hier am Boden hin. Können wir nochmal stunnen. Ja, ist ein bisschen laggy heute, weil die heute auch so einen Stresstest noch gemacht haben. Kann sein, dass da immer noch nach wie vor ein bisschen viele Leute gerade drauf sind. Ja, Fragmente. Ich brauche Leben. Man gebe mir Leben. Wie viel haben wir jetzt schon? 4. Okay. Ich wäre neugierig, ob der eine Quest droppt, wenn ich den kille. Der sieht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den nachher brauchen. Ich glaube, ich kill den jetzt ein. Achso, Gräfenwurf ist hier. Ey, Mann, ich drücke immer meine falschen Tasten. Können wir mal Ausweichen aktivieren? Wir können eigentlich auch mal unseren CD ziehen hier. Den ziehen wir viel zu selten. Hat ja nur noch 4 Minuten Cooldown, nachdem wir es ja verringert haben im Artifact Tree. Ey, Mann, heute läuft es nicht mehr mit dem Reden. Wie immer halt. Ah, doch, easy. Jetzt noch mehr rein niesen in die Gruppe mit unserem coolen I-Beam. Ja, vielleicht ein bisschen zurückgehen, dass wir hier nicht unbedingt die nächsten gleich noch enden, weil ich glaube, war das 7? Ja, genau. Da hätten wir eigentlich genug jetzt. Ich treffe hier gerade gar nichts mehr. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Sollte eigentlich die Hitshots von ihnen verringern, nicht von mir. Okay, nee, da hat keine Quest gedroppt. Vielleicht braucht man den echt erst für die nächste Quest, aber mir kam nicht vor, dass ich den gekillt habe irgendwann mal. Egal. Gehen wir erstmal unseren letzten Runenstein umdrehen und den guten Rahmen vorne vermöbeln. Ich glaube, der droppt nämlich irgendein Item, das wir tragen können. Schauen wir einfach mal, was der gute rausbox an Loot. So, das war der letzte Stein. Ui, den pullt gerade einer, das ist ja praktisch. Okay, Vita dreht durch. Der Baum will seine Rache, wie es aussieht. Ugef, der Schinder. Okay, nein, der droppt gar nichts. Finde ich cool. Wenigstens hat er Ordensressourcen gedroppt. Das ist ja schon mal. Damit können wir uns auch schon mal halbwegs zufrieden geben. Die brauchen wir im Verlauf für den. Um Artefaktmacht schneller zu halten, können wir das ja investieren. Da gibt es so ein Artefakt Research, damit man auch Waffen für Second Spec und so weiter schneller leveln kann. Und dafür braucht man eigentlich ziemlich viel dieser Ressourcen. Ich glaube 500, wenn man das aufwerten will. Und das dauert dann halt auch dementsprechend, das ist dann, je nachdem wie viele Stufen du hast, zwischen 1 und 25 Stufen gibt. Und je nachdem wie oft du das schon aufgewertet hast, umso länger dauert das dann, weil umso mehr kriegst du natürlich. So wie es beim Paladin ist, habe ich das jetzt Ganze jetzt 10-mal gemacht und dann kriege ich halt schon um 850% erhöhte Artefaktmacht. Das heißt, ich könnte zweite Artefaktwaffen dementsprechend natürlich schnell nachleveln. Ist natürlich relativ praktisch, wenn du mehrere Specs spielen willst. Dann hast du die halt meistens, wenn du sie unterschiedlich aufteilst, dann hast du sie meistens auf dem gleichen Stand wie die Main-Waffe. Und das ist dann schon recht praktisch, wie gesagt, für die meisten. Die wollen ja irgendwie mehrere Charaktere spielen oder mehrere Specs spielen, so wie ich. Und das ist auch relativ günstig natürlich, wenn man das immer macht. Damit man da ein bisschen schneller drankommt. Ein gieriger Bär. Ist wohl tot. Wir brauchen aber 4 Bärenherzen, aber die droppen keine. Feels bad, warum die Bären keine Herzen? Außer ich vermöbel die schon wieder so hart, dass ich die einfach komplett zerreiße, Mann. Demon Hunter dreht durch. Na? Ah, hier ist irgendwie schon alles tot. Irgendwer ist hier. Ah, jetzt. Ah, ich will den Pilz. Ich will die Shrooms. Gib mir die Shrooms. Nice. Ach, jetzt stirbt genau der Rahmob. Genau da wollte ich eigentlich jetzt hinrushen, weil ich dachte, der Puls sicher schon wäre, aber. Zu spät wieder mal, zu spät. I-Beam und dann nochmal stunnen. Wie immer gleiche Rotation und wieder ausrasten hier. Achso, wir kriegen wieder bald ein neues Talent, oder? Level 104, kriegen wir wieder was Neues. Rip me. Fragmente. Zum Glück habe ich schon genug gekillt, dass ich mich gleich wieder vollheilen kann. 2-4 Bären. 3 davon habe ich wieder so zerstört, dass die keine Herzen hatten. Mein Dämonenjäger muss ja echt mal auf seine Aggressionen klarkommen.
Okay, das ist nach wie vor buggy, wenn man Items mehrmals hintereinander lootet, ohne was rauszunehmen, dann kriegt man nämlich einfach die doppelte Menge raus. Das ist mir letztens schon aufgefallen. Hätte ich aber eigentlich schon gemeldet. Aber schauen wir mal, ob sie das noch fixen. Wer ist die Quest nochmal mit den Pilzen? Der Traumpilz. Das melden wir nachher nochmal gleich. Ach, der Bär ist wieder da. Mordvigbjörn. Okay. Interesting. Warte mal, was sind eigentlich unsere nächsten Talente? Netherwandel, 1,5 Minuten Abklingzeit, versetzt den Zaubernd mit den Nether, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt wollte ich mich ja gerade eigentlich drehen, weil der mich hier ein bisschen verarscht, der Typ. Ich will hier kurz mal wieder ein bisschen trainen zumindest, weil der mir überhaupt die Fresse. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 100%, macht immun gegenüber Schaden und unfähig anzugreifen. Das heißt, du bist eigentlich für 5 Sekunden komplett immun gegen alles und kannst dich überschnell bewegen. 1,5 Minuten CD. Ist nicht schlecht, aber das ist halt ja wie eine Art Bubble, wie eine Art Eisblock, sowas. Bro, beruhig dich. Gib mir nicht so derbe auf die Fresse, Mann. Nein. Meine ganzen Seelenfragmente liegen überall. Ey, der trifft mich halt in der. Ey, Mann. Erstmal Klingenwurf. Nochmal I-Beam. Oh Gott, nein, ich muss hier weg, ich muss weg. Ich kann den I-Beam nicht canceln. Nein! Ich verblute. Oh my fucking God. Nein, 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 nein. Du rush nicht auf mich zu. Wann habe ich einen Vogel gepullt? Ich könnte es dann, habe aber Angst, dass ich drauf gehe, wenn ich rangehe. Boah. Boah. Not even close. Hat sich aber gelohnt. Vielseitigkeit, Meisterschaft. Meisterschaft wollte ich ja wieder. Not even close, Bro. Haben wir den jetzt auch angelegt. Sim 25. Ja, so. Schauen wir hier weiter. Notinstinkte. Jetzt hatte ich hier schon irgendwas mit Notstinkt gelesen. Notinstinkte. Passiv. Wenn eure Gesundheit unter 35% fällt, wird automatisch Verschwimmen ausgelöst. Dieser Effekt kann alle 30 Sekunden auftreten. Verschwimmen in dem Fall ist erhöht eure Ausweichchance um 50% und verringert den gesamten erlittenen Schaden 10 Sekunden um 35%. Das ist nicht schlecht. Das ist mehr oder weniger Last Stand alle 30 Sekunden. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Solange Metamorphose aktiv ist, erhaltet ihr 100% Lebensraub. Das ist ein sehr geiles Talent. Das kann man nämlich kombinieren mit dem anderen. Ich glaube, das ist in der Artefaktwaffe drin. Dass manche, oder ist es in der Skillung drinnen? Warte mal, können wir kurz suchen. Nein, nein, nein. Nein, das ist es auch nicht, ist es auch nicht. Augenstrahl, verwandelt euch 5 Sekunden lang in Dämonengestalt, nachdem er sämtlichen Schaden verursacht hat. Das heißt, wenn du Dämonenstrahl durchkastest, dann bist du in Metamorphose und mit dem Talent würdest du dann nach Augenstrahl einfach deinen gesamten Schaden, den du oder in den nächsten 5 Sekunden den Schaden, den du ausweilst, den heilst du dann auch einfach wieder. Das wäre eine sehr geile Kombination von Talenten, muss ich sagen. Aber ist natürlich auch situationsbedingt. Ich meine, du hast einen überkrassen Self-Heal, weil du einfach für genau den Schaden, den du ausweilst, auch heilst. Das heißt, wenn du gerade richtig fetten Schaden am Start hast, dann... ja. Kann sich auch exakt gegenheilen, kannst du so richtig schön bursten, vor allem im BVB oder sonst was. Ja, aber schauen wir mal. Muss ich mir noch genauer anschauen. Level up! Das heißt, wir dürfen was auswählen, aber das können wir ja nur auswählen, wenn wir irgendwo sind, wo wir Rested XP kriegen. Also, wenn wir irgendwo in einem Gasthaus, Hauptstadt oder wo auch immer sind. Oder einen Inschriftler hätten, der uns hier so ein Buch aufstellen kann. Nice, da haben wir auch nochmal die Herzen drinnen. Dann haben wir das auch schon fertig. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich würde gerne Netherwandeln ausprobieren, einfach nur Just for Fun, würde aber lieber Seelenreißer nehmen. Einfach nur wegen dem krassen Self-Heal. Muss ich dann schauen, wenn ich das nächste Mal irgendwo bin, wo ich ausgerastet bin, dann können wir das mal anschauen. Mastery Vielseitigkeit, Mastery, wobei ein Ring habe ich, der lower ist. Dann nehmen wir das hier an und das hier an und... ey, was ist mit dem Bär, Mann? Beruhig dich jetzt. Den Bären können wir getrost ignorieren. Den Ring sollten wir gleich anlegen, aber jetzt muss ich noch warten, bis ich out of fight bin. Natürlich aggro ich immer weiter und weiter und weiter. Die Hunen.
Und dann sollen wir hier vorne, müssen wir diese Geister wieder zur Ruhe bringen und gleichzeitig die uralten Oberbosse nochmal töten. Die Geister zumindest von ihnen nochmal beschwören und nochmal töten. Warum, weiß ich nicht. Beschwören wir den einfach mal. Da kommt er auch schon aus dem Boden raus. Wie bitte? Ein Fremdling verlangt nach meinem Urteil. Hallo? Elender Wurm, ihr wollt die Hallen der Tapferkeit mit eurem Antlitz entweihen. Genau, weil wir begeben uns eigentlich auf der Suche danach, dass wir nach Helheim kommen. In Helheim. Helheim ist ja, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erklärt, Helheim ist ja die Hölle für die Vrykul. Wenn die Vrykul irgendwie im Leben failen oder irgendwas, irgendwelche Fehltritte begehen und nicht sieghaft aus ihrem Leben aussteigen, dann werden die ja nach Helheim verbannt. Und haben in Helheim nochmal die Chance, sich zu beweisen und nochmal aufzusteigen zu den Lebenden. Wenn sie das natürlich nicht schaffen und dort drin ihren Verstand verlieren, dann wird das natürlich nichts. Ich kriege in einer Tour dieses Rezept. Ich glaube, das ist momentan buggt auf den Beta-Servern. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Ja, Helheim sieht aber cool aus. Da waren wir damals schon im Let's Play und da werden wir auch bald wieder hinkommen nochmal. Darf ich den hier schon opfern? Komm, ich will dich opfern. Jetzt. Ruhelose Vorfahren zurückgebracht. Immer gerne, meine Vrykul-Freunde. Komm, ich bring mal auch zurück. Scheiß Krähen, Alter. Was ist mit denen immer? Die drehen halt immer richtig durch, Mann. Erstmal so ein Ei mitnehmen von dem als Triumph. Testen auch momentan nur Dämonenjäger teilweise. Naja, wobei, es gibt auch genug andere, die testen. Ich glaube, so viele juckt der Dämonenjäger gerade gar nicht. Ich muss sagen, ist nicht schlecht, aber gut. Ich main trotzdem meinen Paladin, einfach weil er mir lieber ist. Würde aber auf jeden Fall einen Demon Hunter natürlich twinken, sobald es möglich ist. Wobei, ich glaube, was ich an mir als zweites hochlevel, sobald Legion live ist, als erstes natürlich Paladin und als zweites, glaube ich, meinen Krieger und als drittes, glaube ich, Enhancer. Also meine Schamanen. Ich glaube, ich wäre bei mir so die Prioritätsliste und dann einfach, ja, je nachdem, was ich Lust und Laune habe. Ich will mir natürlich alle Klassen nach oben ziehen, damit ich auch wie bisher so viel verschiedenen Content mit verschiedenen Klassen bringen kann, vor allem was PvP und so weiter angeht. Das interessiert ja immer sehr viele, wie man mit den verschiedenen Klassen natürlich spielt. Und jetzt haben wir hier noch Hymir. Eine Schande, dass ihr das Tor niemals durchqueren werdet. Die Halls of Valor, also das wäre dann das Umgekehrte. Das heißt, jeder, der siegreich im Kampf stirbt oder in einem ehrenhaften Kampf drauf geht, der kommt nach, wie heißt's, Valhalla. Und ja, der ist dort in der ewigen Halle unter den tapfersten Kriegern vereint. In dem Falle ist das dieses Addon die Klassenhalle für den Krieger. Wer das vielleicht nicht gewusst hat, kann sich das auch mal anschauen. Und hier dreht sich ja auch die Story rund darum, weil in den Hallen finden sich auch zahlreiche Walküren, auf der oder nach denen Sylvanas sucht, weil Sylvanas hat ja keine Walküren mehr. Ihre letzten Walküren sind ja draufgegangen. Sie wurde ja damals in Kataklysm, also in den Geschehnissen von Kataklysm, wurde sie ja von Lord Walden vor der Burg Schattenfang erschossen. Die Walküren haben dementsprechend dann ihre... Achso, ich hätte den opfern sollen. Haben dementsprechend dann ihre ganze Macht genutzt, um sie wieder zu beleben, sind dabei selber draufgegangen. Das heißt, es gibt momentan eigentlich keinen Fortschritt für die Verlassenen oder keinen Nachwuchs für die Verlassenen, weil sie halt keine neuen zeugen können. Und dementsprechend auch keine auferstehen lassen können. Und jetzt geht es hier um die Story, wie Sylvanas zu Neuen kommt oder beziehungsweise auch die Story zwischen Sylvanas und Gen Graumähne, die ja hier schon in der Startquest, in den ersten Quests ziemlich den Konflikt am Start hatten. Ui, hier haben wir wieder eine Kiste. Lore-Stunde mit Flo. Hey Mann. Ja, wir brauchen hier noch drei von den Typen, haben wir wieder 10 Artefaktbauer. Wenn man denkt, 10 Artefaktbauer. Am Anfang brauchst du 40. Oder 40, 400 für einen Trade, was wir freischalten. Dann denkt man, man hat Artefakt Research, das heißt halt, dass dementsprechend das immer... Was sieht man das hier schon? Wenn ich hier drauf habe? Okay, das sieht man hier noch gar nicht. Normalerweise, wenn man dann oben drauf fährt, sieht man, wie viel Prozent man mehr bekommt.
Und das ist cool, wenn man das halt mit nachher vergleicht, weil mit dem Paladin, wie gesagt, da kriege ich jetzt 850% mehr Artefakt-Power, wenn ich eine World Quest mache oder so, dann kriege ich halt, keine Ahnung, zwischen 1900 und 3800 Artefakt-Power und dann kannst du dir denken, das ist eine neue Waffe, das heißt, wenn ich beim Paladin halt eine neue Waffe leveln würde, wie zum Beispiel Holy, Prot, whatever, dann kann ich natürlich durch die Artefakt-Power die ersten Trades extrem schnell anlocken, weil 400 Punkte für einen Trade, für die ersten paar vielleicht 100, 300, zwischen 300 und 1000. Das heißt, wenn ich da ein bisschen sammle und vielleicht 10 World Quests mache einmal am Tag, dann, ja, dann habe ich die Waffe auch gleich mal gleich weit wie die Main-Waffe. Nur dann wird es halt wieder langsamer, dementsprechend umso höher du bist. Weil dementsprechend natürlich auch die Anforderungen steigen, wie viel Artefaktmacht du brauchst pro freigeschaltener Fähigkeit. So, einen müssen wir noch opfern. Und dann haben wir das hier auch schon wieder geschafft. Ich nutze meine Dashes viel zu selten. Ein bisschen rumspielen damit. So, jetzt opfern wir den erstmal. Wir betten den zur Ruhe. Und dann haben wir das ja auch geschafft und können das gleich mal wieder alles abgeben gehen hier. Wo ist sie denn, die gute? Genau, hier. Schildmaid Ioun. Ioun, so glaube ich, keine Ahnung. Die begleitet uns später im Verlauf der Questreihe hier auch noch nach Helheim. Dann wir beide treten da nachher in dieses Portal ein. Genau, jetzt kommen wir schon immer näher. Haustwald heißt es hier, glaube ich, oder soll es heißen, keine Ahnung. Und hier haben wir schon die ersten Quests, die uns dann Nähe von Helheim bringen. Da haben wir wieder mal Skowald, Gottkönig Skowald. Schlagen zu können, gebt einfach auf. Die Knochensprecher werden niemals zulassen, dass ein Außenstehender für würdig befunden wird. Genau, der dreht hier ein bisschen durch. Der ist ja natürlich mad, weil der hat ja im Endeffekt das gleiche vor wie wir. Er ist genauso auf der Suche nach dem Schild von Agamar. Und ja, das Schild von Agamar kriegen wir in der finalen Questreihe hier und die gibt's dann. Oder die führt uns dann in die Halls of Valor, also in die Kriegerklassenhalle, beziehungsweise ist es ja auch eine 5-Spieler-Instanz. Und dort können wir das dann zurückholen und dort treffen wir auch dann im Finale auf God King Skowald. Hier müssen wir erstmal wieder die Ritualsteine, glaube ich, zerbrechen müssen wir hier, oder? Genau. 3 zerstören, dann jede Menge Gebeine sammeln, die hier überall rumliegen. Normalerweise, glaube ich, kann das jeder looten, ja. Schauen wir, ob das immer noch buggt. Vielleicht können wir das kurz mal buggen. Schauen wir. Und jetzt schauen wir, wie viel drinnen sind. Hey, okay, hier funktioniert es nicht. Aber bei manchen anderen Quest-Items funktioniert, wenn du immer wieder abbrichst, dass du einfach mal gleich alles rausziehst, was du brauchst. Kann halt nicht immer alles so funktionieren, wie es vorgesehen ist. Die Könige spucken auf euch. Warum spucken die Könige auf mich, Mann? Was soll denn das? Finde ich jetzt nicht so nett. Erstmal Death-CD reinhauen und dann können wir hier schon wieder reinbomben, was das Zeug hält. Der Kriegerboy hilft uns, glaube ich, gleich mal, oder? Ich glaube, der checkt das noch gar nicht so genau. Nein, ich glaube, der checkt das echt nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon alle hat. Gerade eben war er noch gleich weit wie ich. Ja, gut. Das war jetzt nicht so der Plan. Egal. Einmal draufgehen muss auch mit dabei sein. Da sieht man, dass man, wenn man zu viel pullt, dann kann man durchaus gerne mal draufgehen. Vor allem, wenn die Gegner im gleichen Levelbereich sind und du halt nur, ja, das Item-Level, das für die Quests vorgesehen ist, hast, dann sieht es gleich mal ein bisschen mager aus, dass du da mehrere pullst. Außer natürlich, du hast irgendwie einen Burst-Cooldown oder sonst was ready. Dann kriegst du sie natürlich selbst dann schön down. Ich hätte eigentlich Metamorphosis ziehen können. Gut, da war ich jetzt irgendwie zu Brain AFK zu. Egal, wir sind ja nicht weit weg vom Friedhof, können hier schon direkt wieder respawnen und dann pullen wir die zwei hier nochmal. Den einen haben wir ja down bekommen. Stunnen wir hier nochmal. Klinge rein. Gleich mal I-Beam rein. Schmetternde Runen. Okay, das macht ziemlich viel Schaden, wollte ich nur mal sagen. Ich glaube, dass ich die trotzdem nicht down kriege. Ja, probier mal aus. Uah. Nein, wo ist die Seele?
Oh Gott, das killt mich. Das killt mich. Nein. Jetzt habe ich das Fragment gesehen. Die letzten 5 Sekunden vor dem Tod finde ich das Fragment, Mann. Das ist halt das Blöde beim Dämonenjäger, dass die Fragmente immer in alle Richtungen entspringen, aber soll natürlich eine andere Mechanik. Ich kann ihn tot gleiten? Was? Gut, das sehe ich auch erst jetzt. Gut zu wissen, gut zu wissen. Das ist ja cool. Okay, jetzt hören wir auf zu übertreiben. Ach, ich segel dann noch weiter. Aha. Das ist aber wirklich cool, muss ich sagen. Okay, das wusste ich echt noch nicht. 5 von 8 Knochen. Gut, hier despawnen schon wieder einfach alles. Nein, den Raben wollte ich nicht pullen. Mein Tab-Targeting ist nicht mehr so on point. Oh, Seelen. Seelen. Wo ist seine Seele? Ah, hier. Was haben wir hier? Eine Lederbrust? Ne, warte mal, was war das jetzt? 7-19. Vielseitigkeit Meisterschaft. Ja, das können wir anziehen. Da? Nein, nicht schon wieder den Raben. Ey, Mann. Was habe ich gerade gesagt? Warum attack ich hier mit jeder fucking Ability immer die Raben? Geil, Rabe gibt auch Erfahrung. Außerdem gibt er mir gleich ein Seelenfragment. Die halten ganz schön viel aus, Mann. Die haben bei Weitem mehr Life als ich, wollte ich nur mal sagen. Warum haben die jetzt schon eine Mille? Oh Gott, geht halt down. Gerade eben ging das noch voll schön, oben mehrere zusammenzuziehen und jetzt auf einmal haben die Gegner so viel HP. Ach ne, die haben wieder nur 400k. Okay, da pull ich lieber das Skelett, anstatt die Vrikul. Kein Fleisch, weniger Leben, wie es aussieht. Haben wir gleich einen nächsten Runenstein drinnen. Ich glaub, achso, der eine war noch weiter oben, das heißt, wir müssen nochmal zurück hoch. Gut, wir müssen so oder so zurück hoch nochmal. Bevor wir überhaupt in die Hölle dürfen. Weil wir so unbedingt in die Hölle wollen. So, diesmal haben wir volle HP und jetzt starten wir mal durch in diese zwei Vollspacken. Erstmal Klinge anbringen. Warum habe ich gerade einfach 0815 irgendwas gekickt? Guckt euch diesen Spell an. Der macht mir 100.000 Damage. What the fuck? 59k macht der Non-Crit und kritisch anscheinend 100k. Der zerreißt mich regelrecht in der Luft, der NPC. Entweder ist das nicht so gedacht, dass der so viel Schaden macht. Also, dass es gerade buggy ist, oder... Der soll einen wirklich komplett aus dem Leben nehmen. Egal, wir brauchen ja nur noch 5 Stück von denen, dann haben wir das auch schon wieder erledigt hier. Ja, geh down. Geh down, Boy. Was kann der? Schild blocken. Block um 100% erhöht, das sah mir aber nicht gerade so aus. Da hat irgendwas... Hey, Mann, das ist wieder Ali. Ich wollte hier gerade helfen, aber egal. Der hatte hier, glaube ich, gerade Angst, dass ich ihm den Stein klaue. Der hat das aber auch noch nicht so ganz verstanden. Das ist halt, wenn man Dinge nicht konsequent durchzieht. Wenn das von Anfang an so im Spiel gewesen wäre und auch für all der Quests gelten würde, dann würden das die Spieler, glaube ich, mittlerweile auch schon wissen. Dass man hier mehrere Mobs taggen kann. Darf ich dich irgendwann mal pullen, oder? Wo rennst du hin? 2 noch, dann ging sich das genau aus. Nice, Mann. Kann man die hier gleich mal stunnen. Ha, so lobe ich mir das. Gleich mal wieder schneller hier. Wenn wir Skelette umbringen dürfen und nicht immer nur diese Vrikul mit ihren Monster-HP. Warum rennt er jetzt auch noch zu mir? Komm, der Hunter macht das. Luffy, ich glaube an dich. Royale Reste. Stiefel Tempo Meisterschaft oder? Ja, nehmen wir Stiefel. Wir haben ja gerade vorher die Hose gedroppt bekommen. Oh, epische Aufwertung, 749. Nice. Endlich lohnt sich der. Wer heißt es nochmal? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Egal, habe ich vergessen. Verwende die Rune der Erneuerung, um
Aschildias Geist mit ihren Knochen zusammenführen. Ah, genau. Jetzt können wir dir dann wieder zum Leben erwecken. Aber das war lang genug für die Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, ab damit wie immer unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ansonsten auch nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.